Ich wünsche mir so. Ich wünsche mir so, dass nicht vergessen wird, was für ein Glück wir haben, in der Demokratie leben zu können. Ich wünsche mir so, dass sie richtig funktioniert, dass sie akzeptiert wird und die Menschen sich gut behandeln. Ich wünsche mir weniger Streit. Ich wünsche mir Gesundheit für alle. Ich wünsche mir Einsicht. Nee, ich wünsche mir, dass Menschen das, was die Mehrheit wollen, also möchte, was sie möchte, akzeptieren und bereit sind dazu. Ich wünsche mir, dass das, was jetzt alles durch die Corona Geschichte, wie soll man sie sonst nennen, ausgegeben wurde, nicht wieder auf Renten umgelegt wird. Oder Pensionäre. Ja, so sieht's aus. Es gibt keine Erhöhung. Dabei haben die das Land mit aufgebaut. Und ich wünsche mir Respekt für diese Menschen. Und Gesundheit. Ganz besonders. Ich wünsche mir, dass die Leute, die gerade auf dieser Welt kämpfen müssen oder sich freuen, dass auf demokratische Art und Weise jemand gewählt wurde und die Mehrheit siegt. So sagt man das doch. Ist ein bisschen anders. Normalerweise könnte ich jetzt sagen, oder mein Dorf überzeugen, dass der da oder die da am besten geeignet ist, Sprecherin zu sein, damit wir uns mit dem anderen Dorf unterhalten können. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir ein paar Jahrtausende später leben, also Jahrhunderte meine ich. Dann müsste der das machen oder sie, weil die Mehrheit das so beschlossen hat. Und jemand anders darf das jetzt nicht. Dauert ja nur noch bis Januar. Und dann mal sehen. Aber ich weiß, da kommt noch was. Was sich über den großen Teich abspielt. Ist eine Schande. Bitte, ich verstehe Enttäuschung. Immer wenn man nicht gewinnt, ist man doch enttäuscht. Aber man muss auch sagen, gut gemacht, Respekt. Oder man kann sagen, als dann. Man sieht sich. Irgendwas. Aber man schickt doch nicht 1000 Anwälte los und setzt das stellt das in Zweifel, was man zu schützen geschworen hat. Auf das jeweilige Buch seiner Wahl. Ne? Ich wünsche uns Frieden. Ich wünsche mir, dass die jungen Leute ganz toll drauf sind. Denn ich habe gesehen, dass ich doch nur hinsehen muss. Viele verstehen sie nicht und die Art, wie sie reden, was sie sich wünschen. Das muss schon jeder machen. Sonst funktioniert das nicht. Dann funktioniert es schon, wenn man aufpasst. Ich melde mich lieber später wieder. Ich wünsche uns Glück. Glücklich zu sein.